Ja, hallo Leute, hier möchte ich euch mal zeigen, wie man mit den Rigid Body Objekten Glasbruch zustande bringen kann, also mit dem Cell Fracture Werkzeug oder Add-on auch bestimmen kann, wie das Glas brechen soll überhaupt. Oder andere Objekte natürlich auch. In diesem Fall habe ich jetzt mal eine Glasscheibe genommen. Außerdem erkläre ich mal, wie dieser Glitzereffekt zustande kommen kann über den Compositer. Und hier ist es mal so, dass auch Teile der Scheiben stehen bleiben, ne? Also das kann man auch noch damit bewirken. Okay, und dann geht's auch schon los. Okay, zunächst gehen wir mal in Cycles Render, löschen uns die Lampe und den Würfel ebenfalls. Und dann füge ich mal mit Add Mesh Plane ein neues Plane hinzu. Das vergrößere ich mit S3 auf die dreifache Größe. Und dann gehe ich in den Edit Mode und sage E und exodiere das ein bisschen nach unten. Einfach so eine Glasscheibe, ne? Zurück in den Objektmodus und dann drehen wir das auf der X-Achse mit RX 90, stellen wir das senkrecht hin, ne? Gehen wir auf Taste 1, 5 im Numpad. So, die smooth ich auch gleich. Und dann wird die auch so ein bisschen komisch, ne? Ja, habe ich sie jetzt dick genug gemacht? Ja, eigentlich schon. Dann lege ich hier nochmal einen Edge Split drauf, damit die wieder schön kantig wird. So. Das soll unsere Glasscheibe sein, dafür gebe ich auch gleich ein Material. Das ist immer ganz gut, wenn man das vorher macht, bevor man diesen Cell Fracture anwendet. Das nenne ich auch mal Glas. Jetzt nenne ich die auch mal um in Glasscheibe. So. Vergebe hierfür auch Glas und mit einem ganz hohen Weißwert, ne, ganz nach oben schieben. Alles andere kann so bleiben. So, dann soll ja hier der Ball durchfliegen. Dann machen wir hier mal, hier wieder auf Taste 1 mit Add Mesh ein UV Sphere hinzu. Das verkleinere ich mit S so auf diese Größe. Und weil wir das jetzt im Objektmodus verkleinert haben oder skaliert haben, nochmal diese Skalierung Apply, ne? Steuerung A, Scale. Das ist wichtig für spätere Animationen, sonst verhält sich das alles sehr komisch, ne, wenn man das nicht macht. Ich habe übrigens auch die Plane hier. Die habe ich auch im Objektmodus skaliert. Deswegen mache ich das hier auch nochmal. Steuerung A, Scale. So, dann wähle ich mal diese UV-Sphäre an und schiebe sie mit G, ich sag mal hier so in die obere Ecke. So, Taste 3, Numpad. Wir sehen, dass diese müssen wir noch auf Original wieder setzen. Das Extrudieren hat die ja ist ein bisschen dicker gekriegt. Origin to Geometry, damit der Mittelpunkt genau in der Mitte ist. Und dann diese auch in die Mitte schieben hier. Diese smooth ich auch mal und gebe da ein Material drauf. Nenn das mal Metall. Die Sphäre benenne ich um in Kugel. Anisotropic nehme ich da mal. Mit 0,02 in Roughness und 0,9 in Anisotropie. Sieht das sehr metallisch, so eine Eisenkugel, wie so eine Eisenkugel aus. Vielleicht noch ein klein bisschen mehr Grauwert geben, ne? Aber nur ein kleines bisschen. So. So. Jetzt müssen wir aus der Kugel einen Schalt machen der Glasscheibe. Das heißt, wir wählen die Kugel an, die ist ja schon angewählt. Halten Shift-Taste gedrückt, wählen dazu mit rechter Maustaste die Scheibe an und schreiben STRG und P und dann einfach Objekt bestätigen. Jetzt ist diese Kugel ein Schalt der Glasscheibe und jetzt wählen wir die Glasscheibe alleine an und dann machen wir hier Materialien haben wir vergeben. Ist wichtig, dass wir das vorher gemacht haben. Machen wir hier auch aus diese Zellfraktur. Die müsst ihr euch übrigens, ich habe sie hier schon, hier unten ist die Cell Fracture.
falls ihr das Add-on noch nicht installiert habt, das ist standardmäßig ab seit 2.6.6, meine ich, bei Blender dabei. User Preferences, Add-ons und dann hier einfach mal im Zell schreiben. Dann habt ihr das hier und dann hier den Haken setzen, ne? Und auf Save User Settings setzen. Okay, ich habe das ja schon gemacht. Und dann gehe ich hier mal rauf. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Objekt hier rausgemacht, also das Child. Und dann können wir uns auch danach richten, wo es kaputt gehen soll, die Scheibe, ne? Nämlich auf Child Words setzen wir das. Zweimal hier raufklicken, damit der hier wieder weg ist. 100, in 100 Teile wird das jetzt zerteilt. Im Moment steht hier 100, Limit. Da das weniger als 100 Teile sind, oder die Kugel hat weniger als 100 Vertices hier, im Moment jedenfalls, werden die restlichen auf die Scheibe verteilt. Und das werden natürlich sehr viel größere Teile dadurch dann, ne? Und so will ich es auch haben, dass hier das sehr klein zerteilt wird, als wenn die Kugel da durchgeflogen ist und nur die Scheibe zerspringt in größere Teile. Deswegen lasse ich das jetzt hier auch mal auf 100. Kann man also verändern. Ein neues Wert gibt an, dass um diese Kugel umzu so eine kleine Noise, also so ein kleines Rauschen entsteht, unregelmäßiger Glasbruch, wenn man so will, ne? Den sollte man hier in diesem Fall aber ziemlich gering halten, natürlich, ne? 0,05 höchstens, ne? Sonst würde das ja natürlich gleich sofort nach da weiter ausbrechen, ne? Und das würde kein Loch mehr entstehen, ne? Hiermit kann man nochmal den Scale-Wert angeben für X, Y und Z. Ob diese Teile jetzt unterschiedlich groß sein sollen, ne, kann ich das verkleinern hier. Jetzt im Moment sind sie alle auf 1. Der Random-Wert zeigt an, was hier auch angezeigt wird. Im Moment steht das auf Small, ich will aber die Big gerandomt haben, ne? Also dass das Zufallswert wird, ne? Dass das unregelmäßig aussieht. Die großen Teile, die hier später entstehen, werden jetzt gerandomt, ne? Mit 0,25, das kann man auch noch ein bisschen erhöhen, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Und damit das Ganze gut gemacht wird, gehe ich hier auf zweimal Recursion. Das heißt also, es wird zweimal durchberechnet, ne? Dauert etwas länger, aber es lohnt sich auch eigentlich. Und die Clamp Recursion, die stelle ich hier in diesem Fall auf 0, weil das hier, wie gesagt, mehr oder weniger ein Loch sein werden soll, ne? So. Sharp Edges kann man lassen. Und das gibt an, Apply Split Edge, ob diese großen Teile, wenn sie jetzt später auf ein anderes Objekt fallen, auf den Grund zum Beispiel, nochmal zerteilt werden können. Das nehme ich mal weg, das sollen jetzt große Teile bleiben, ne? So, und dann können wir eigentlich OK drücken. Alles andere, so, dass diese Berechnung, die wird jetzt auf den zweiten Layer verschoben. Das heißt, wir befinden uns auf Layer Index 0, das ist Nummer 1 hier, erster Layer. Und auf den Next Layer, das heißt also auf 2 wird er das verschieben. Ne? Kann man hier auch verändern, wie man will. Ne? Dann mache ich mal OK. Jetzt berechnet er diese Glasscheibe. Immer wieder. Zweimal hintereinander, wie gesagt. Mit diesen kleineren Teilen und umzu die großen Teile. Bei zweimal Recursion kann das ein bisschen dauern. Ne? Aber sieht einfach auch besser aus. So, nun ist er fertig. Und wenn wir jetzt mal auf Ebene 2 gehen hier, dann hat er das hier schon zerbrochen hingestellt, ne? Gehen wir auf Taste 1. Dann sehen wir hier schon die Bruchstellen alle, ne? Hier sind es ganz kleine Teile, lauter kleine Teile, und hier sind es eben viel größer, ne? So, nun wollen wir da auch ein Rigid Body draus machen. Das heißt, auf Ebene 1 befindet sich unsere normale Glasscheibe mit der Kugel. Die Kugel wähle ich erstmal an, gehe auf Taste 3 und schiebe sie hier hin. Der Streifen sagt ja nur aus, dass ein Objekt der Glasscheibe ist, ne? Könnte man jetzt, glaube ich, auch wieder lösen, aber lasse ich mal lieber. So, da soll er mal sein. Ich gehe mal auf Taste 0.
Sieht ein bisschen komisch noch aus. Ja, könnte ruhig noch mit Y ein bisschen weiter nach hinten geschoben werden. Ne? So. Das könnt ihr euch einschieben, wie ihr wollt dann. Ne? So, und dann müssen wir die Kugel animieren. Ne? Ich gehe wieder auf Taste 3. Wir sind auf Frame 1. Dann gebe ich mit I die jetzige Location der Kugel an. Nochmal gucken, ob ich. Ja. Und dann schieben wir sie, oder dann gehe ich auf Frame 25. Eine Sekunde. Und schiebt sie gar nicht ganz ran auf der Y-Achse. Ruhig einen kleinen Abstand halten, ne? Das ist so ein Sicherheitsabstand. Hier schlägt sie eigentlich schon gegen die Scheibe, ne? Und wieder I und Location. So, dann haben wir das. Muss abfahren und da bremst sie, ne? So. Und jetzt machen wir aus allen einen Rigid Body, ne? Diesen, der ist ja noch angewählt. Dann machen wir ein Rigid Body Tools hier. Add Active. Und wenn wir hier rauf gehen, müssen wir ihm sagen, dass das ein animiertes Objekt ist, ne? Dann fällt er nicht mehr von der Schwerkraft getrieben nach unten. Ne? Jetzt ist was vorbei. Jetzt macht er seine Keyframes, die wir hier ihm gesagt haben. Ne? So, dann nicht diese Scheibe auf Ebene 1. Das bleibt einfach als normale Scheibe. Wir gehen hier auf Ebene 2. Gehe ich mal mit Z in den Wireframe-Modus und wähle alles aus mit B. Oder wir können das auch anders machen, mit A alles wieder abwählen. Ist immer wichtig, dass diese, weil wir auf einer anderen Ebene sind, wird die nicht mit abgewählt, also auf diese Ebene gehen und A wählen, dann auf Ebene 2 gehen, dass alles hier auf der anderen Ebene abgewählt ist. Ne? Dann wählen wir mal einen so einen Teil aus, einfach mit rechter Maustaste und geben dem auch ein Rigid Body. Auch ein Add Active. So, hier haben wir diese Einstellung dafür. Das lassen wir alles einfach so jetzt. Das kann man natürlich noch verändern. Aber wir machen hier, damit die Kugel, er würde sonst vorher einfach zusammenfallen. Die Teile würden einfach zu Boden fallen, wenn wir hier nicht sagen Enable Deactivation und Start Deactivation. Diese Werte können wir einfach so lassen. Jetzt wird das erst beeinflusst. Solange bleibt das im Raum stehen, einfach wie ein passives Objekt, bis es von einem anderen Objekt gehittet wird, also angestoßen wird. Ne? Erst dann tritt das alles ein, dass es zu Boden fällt. So, und dann wählen wir mal alle aus. Das ist jetzt als erstes ausgewählt. Mit B dazu die ganzen anderen auswählen. Und sagen einfach Copy from Active. Das ist ja das aktive Objekt gewesen und die sind jetzt alle gleich. Ne? Wenn wir jetzt irgendeins anwählen hier, haben wir alles das gleiche. Ne? Alles aktive Objekte mit den gleichen Einstellungen. Auch diese beiden Haken-Gesetze ist wichtig. So, und jetzt wartet er eigentlich, dass er gehittet wird, bevor er, normalerweise würde er einfach so runterfallen zu Boden, ne? Wenn ich hier abfahren würde. Er wartet jetzt, bis er von einem anderen Objekt, das ist in unserem Fall die Kugel, wir müssen jetzt natürlich jetzt beide Ebenen anwählen, mit Shift hier. So, dann haben wir beide Ebenen. Gehen wir auf die Kugel und fahre das einfach ab. Und da fällt er erst zusammen dann. Ne? Und jetzt fällt er natürlich einfach hier in den leeren Raum. Deswegen müssen wir nochmal, gehe ich nochmal auf Ebene 1 alleine. Gehe hier auf 1. Z wieder richtig. Ein Plane hinzufügen. Ne? Add Mesh Plane. Mit S 15 vergrößere ich das auf das 15-fache. Ziehe es hier so runter. Auch hier. Gar nicht mal so richtig unterziehen. Auch einen kleinen, ganz kleinen minimalen Abstand ruhig lassen. Das sind immer so Sicherheitsabstände beim Rigid Body, die besser kommen, als wenn man jetzt direkt knirscht da dran setzt. Ne? Dann bewegt sich dieses Teil nämlich vorher unnütz und so kann es sich nicht bewegen.
weil es von diesem wieder beeinflusst wird. In den Edit-Mode, das mache ich jetzt auch mal ein bisschen dicker, damit man es hier besser sehen kann. E. So. Und wieder zurück in den Objektmodus. Auch dafür ein Material. Nenne ich mal Boden. So, und dann gebe ich hier mal ein Bild drauf. Eine Art Steinboden. Und als Vektor UV. Taste 7. Edit Mode. Alles auswählen von dem Plane. U. Projekt vom View Bounce. So, und jetzt mal auf Taste 0. Das ist unsere Glasscheibe. Können wir noch ein bisschen so drehen. So. Bisschen komisch aus, ein bisschen dünn geworden, die Glasscheibe, aber das könnt ihr ja selbst dann verändern, ne? So, wir sehen jetzt gar nichts, ne? Weil wir diese andere Ebene nicht eingeschaltet haben, ne? Mit Shift nochmal die andere Ebene dazu. So, und damit das jetzt unterschieden wird beim Rendern, müssen wir ihm einfach sagen, dass diese Ebene, die auf Ebene 2 ja liegt, diese Ebene erst nach 24 Frames gerendert wird, ne? Das heißt, wir gehen hier auf den Render Layer und exkludieren. Also das heißt, nehmen diese Ebene Nummer 2 zunächst raus, klicken hier auf die Ebene 2 und geben ein I hier drauf. Und ab Frame 25, 24 vielmehr, ein Frame vorher, da soll sie dann sichtbar werden. Da exkludieren wir sie nicht mehr und geben hier wieder ein I. So, und bei Ebene 1 alleine jetzt mal, das ist ja unsere Glasscheibe, die soll am Anfang sichtbar sein, bis Frame 24 nur, weil dann die andere Glasscheibe sichtbar wird. Da gehen wir mal hier auf Glasscheibe. Ich ziehe das mal hier ein bisschen runter. Das ist sie ja. Am Anfang soll sie sichtbar sein. Da geben wir hier im Preview ein I und im Rendern ein I. Gehen auf Frame 24. Nicht mehr sichtbar. Rausnehmen, I. Rausnehmen, I. So, wenn wir es jetzt abfahren, dann haben wir am Anfang die Scheibe zu sehen, am Ende nicht mehr, ne? Wir müssen jetzt wieder beide Layer einschalten. Mit Shift. Hier im Preview, das ist ja auch wirklich trotzdem nur ein Preview. Hier sieht man das eben noch, ne? Das sieht man nachher im Render Result nicht mehr, ne? Wenn ich jetzt hier auf Frame 1 rendere, mit F12, dann sehen wir nur die normale Glasscheibe, ne? Ohne den Bruch erstmal, ne? So, was man jetzt noch machen kann, was vielleicht noch ganz witzig ist, ich will jetzt vielleicht mal einige Teile stehen lassen, ne? Achso, wir haben das jetzt noch gar nicht gezeigt, wie das aussieht, ne? Fliegt da durch und bleibt hier stehen, ne? Das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Deswegen wähle ich nochmal die Kugel an. Gehen wir in den Solid Mode. Die Kugel. Gehe auf seinen Physics-Button hier. Und er ist ja animated, ne? Deswegen fällt er ja nicht runter, bleibt hier einfach stehen. Wir müssen ihm jetzt sagen, auf Frame 1 I und Frame 24 rausnehmen und I geben, ne? Das heißt, er ist jetzt nicht mehr animiert, er fällt jetzt zu Boden, ne? Ab Frame 24 wieder, ne? Wenn wir das jetzt mal hier angucken, das ist 0 nochmal. Dann fällt die Kugel zu Boden mit, ne? Aber wir haben das Plane noch gar nicht. Das Plane anwählen und natürlich auch ein Rigid Body geben, und zwar ein passives. Hier könnt ihr auch noch einige Einstellungen machen, dass das zum Beispiel ein bisschen zurückprallen soll, das Glas später, ne? Lasse ich jetzt aber mal. So, dann fliegt die Kugel da durch und fällt dann zu Boden.
Und damit sie jetzt wirklich auch, sie rollt hier sogar zurück, ne? Wählen wir nochmal die Kugel an und wenn, damit sie wirklich durchfliegt, geben wir einfach ein bisschen mehr Masse. Wir können hier einmal die Masse hier einfach erhöhen, sag mal auf 50 erstmal. Einfach mal ausprobieren. Oder wir können auch die Masse, wenn wir das Objekt angewählt haben, hier erhöhen, ne? Oder verringern. Das heißt, wir gehen auf Calculate Mass und geben hier meinetwegen Eisen ein oder irgendein anderes Material. Ich mache das jetzt aber nicht. Wenn ich hier Iron eingebe, dann ist die Masse auf einmal auf 2120 Kilo, ne? Und das ist einfach zu viel, dann fliegt die Kugel hier gleich sonst wohin, ne? Das soll sie gar nicht. Ich fange jetzt mal mit 50 an und fahre das nochmal ab. Und dann fliegt sie auch schon genau richtig, ne? Dass sie hier wieder hinter der Glasscheibe zu Boden fällt und weiter kullert. So, das Ganze begrenze ich jetzt mal auf 200 Frames. Okay. Hier begrenzen auf 200. Und bevor ihr rendert, müsst ihr auf jeden Fall einmal baken, ne? Weil sonst kommt ihr durcheinander hier. Er hat das zwar jetzt, wenn wir hier abfahren, alles drin im Cache. Aber es muss trotzdem nicht sein, dass es beim Rendern dann auch so angezeigt wird. Deswegen gehen wir hier auf den Szene-Button und gehen auf Rigid Body Cache. Sagen hier natürlich auch Ende 200 und baken das einmal. Und das war jetzt sehr schnell. Ist aber alles rot, ist eigentlich alles fertig. Ne? Jetzt machen wir eine kleine Veränderung, sage ich mal. Ich gehe mal wieder auf 1 und will, dass sie, dass hier eine Slow Motion entsteht zum Beispiel. Gehen wir auf den Szene-Button und hier unter Speed, Constraints Speed, können wir sagen, dass sie, dass es eine Slow Motion werden soll einfach, ne? Wir können auch hier die Steps per Second erhöhen oder verringern und Solver Iterations, das bedeutet eigentlich nur, wie oft das berechnet werden soll, ne? Das heißt also, ja, wie gut das aussehen soll einfach. Ich sag, bleib jetzt mal bei diesen Sachen und sage ihm bis hierhin, ich sag mal bis die Hälfte, ungefähr Frame 13, soll er das auch behalten. Ne? Setze ihm hier ein I. I, I. Und ab 14 soll er nur noch 0,1, also zehnfache oder durch 10 die Geschwindigkeit eigentlich, ne? Und hier gehen wir mal auf 120 und da auf 50. Und geben hier wieder ein I, I, I. Und dann gehen wir mal auf Frame 100. Da ist die Kugel ja auf jeden Fall schon durch. Na, noch etwas weniger. Ja, wir müssen das jetzt ein bisschen weitermachen. Das wird gleich anders aussehen. Die fliegen ja ganz woanders hin. Also gehen wir mal auf 100 ungefähr. Die fliegen ja langsamer jetzt runter, bis dahin. Da geben wir wieder hier ein I, damit wir bei der gleichen Geschwindigkeit bleiben. Und gehen dann auf 101 und gehen hier wieder auf normale Geschwindigkeit. Und hier auch auf 60 wieder und da auf 10. Und geben hierfür auch Is. So, und jetzt macht, wenn ich das jetzt mal abfahre, hat er das anscheinend gar nicht mitgekriegt, ne? Das liegt einfach daran, Veränderungen, die in der Dynamic gemacht werden, die kriegt Blender manchmal einfach nicht mit, ne? Deswegen muss man das jetzt eigentlich wirklich baken, ne? Und außerdem eine kleine Veränderung an irgendeinem Rigid Body Objekt machen. Ich nehme jetzt mal die Kugel und sage G und nehme das einfach mit Steuerung Z wieder zurück. Jetzt ist eine Veränderung für Blender da gewesen. Wenn wir jetzt nochmal abfahren, dann berechnet er das hier, die ganzen Berechnungen neu, ne? Und das hat er immer noch nicht drin.
Deswegen baken wir das jetzt einmal. Gehen wir auch auf den Szene-Button. Hier unten Free Bake. Das war viel zu schnell. Das wird er immer noch nicht drin haben. Die Kugel bleibt hier auch einfach stehen. Ne? Warum bleibt die Kugel jetzt stehen? Ich nehme mal hier auf, gehe mal auf 2. Nimm hier so ein Objekt mit G und mit STRG Z wieder zurück. Jetzt wieder beide. Shift. Und bake das dann nochmal. Free bake. Jetzt braucht er länger, ne? Merkt man, ne? Jetzt hat er es eigentlich auch drin. Dann wird er langsam und dann irgendwann wieder schnell. Und wir haben gesehen, dadurch, dass er jetzt einen ganz anderen Weg beschreiben muss, die Kugel, fliegt sie auch zu weit. Die Masse ist einfach zu groß, ne? Die wir vorher mit 50 da eingestellt hatten, ne? Brech das mal ab, gehe auf die Kugel und gebe mir wieder eine andere Masse hier. Meinetwegen nur noch 25, ne? Sie soll ja schon durch die Scheibe durchfliegen, aber soll dann hier hinter auch runterfallen, ne? Damit das hier wieder berechnet wird vom Blender, das hat er auch wieder nicht mitbekommen. Gehe ich hier wieder rauf, mache wieder mit G und mit STRG Z das wieder zurück und bake dann nochmal neu. Und er braucht jetzt ein bisschen länger, sieht man. Dann kann man eigentlich auch sicher sein, dass er das auch wirklich gebaked hat, ne? Alle Berechnungen. So, und jetzt geht die Kugel hier durch. Aber die fliegt immer noch zu weit, ne? Also, nochmal die Kugel anwählen und die Masse noch weiter verringern, ne? Nehme ich mal 12. Mach hier wieder mit G STRG Z an einem Rigid Body Objekt was verändern. Dann wieder hier Free Bake, Bake. Mal sehen, wie es jetzt aussieht. Jetzt fliegt die Kugel hier und dann fliegt sie auch hier zu Boden und rollt hier weg, ne? So und so ist das jetzt eigentlich fertig, ne? So, wir haben jetzt nochmal gebaked, das ist wichtig. Und jetzt müssen wir uns nochmal um das Rendern. Das Rendern nochmal anschauen, ne? So, und dann kann man das Ganze rendern. Und ich habe es jetzt mal mit 50 Render-Samples gerendert. Das sieht schon sehr gut aus. 50, ne? Was man vielleicht noch machen kann, ist oben ein Lichtplane hier oben rein, dass ein paar Reflexe stattfinden, ne? Was man auch noch machen kann, man will jetzt zum Beispiel, ich gehe mal nur auf Frame 2, auf Ebene 2, wo diese kaputte Glasscheibe schon drauf ist. Gehen wir mit Z in den Wireframe-Modus. Und ich will jetzt angeblich, dass diese Scheiben hier unten stehen bleiben, dass das andere nur alles kaputt und zu Boden fällt, ne? Dann wähle ich diese an hier. Gehe auf seinen Physics-Button hier. Er ist ja noch ein aktives Objekt, da mache ich einfach ein passives draus. So, und jetzt haben wir die zuerst angewählt. Daraus machen wir ein passives. Und dann mit B die dazu wählen. Die unteren. Diese bleiben jetzt alle stehen, ne? Copy from active. So. Wenn wir jetzt anwählen, bleiben die passiv, ne? Das heißt, sie fallen nicht mehr runter, sie sind einfach ein passives Objekt. Während die hier oben sind aktiv, ne? Genau. Und jetzt müssen wir das natürlich nochmal baken. Machen wir wieder eine kleine Veränderung mit G, STRG Z. Gehe hier auf den Button, Free Bake, Bake. Natürlich ist es jetzt dadurch wieder, gehen wir auf Taste 0, mach beide Ebenen. Dadurch ist natürlich wieder die Schwerkraft der Kugel anders, ne? Die Masse der Kugel, weil hier wieder was stehen bleibt, ne? Und das muss eventuell wieder verändert werden. Aber ich schau mal. Ja, es sieht ganz gut aus, die Kugel fällt jetzt hier weiterhin runter. Aber diese Scheiben bleiben alle stehen, ne? Sind zwar zersprungen in sich, weil das ja vorher schon der Fall war, aber sie bleiben stehen, ne? Wenn wir das jetzt mal gerendert anschauen, dann haben wir hier die zersprungenen Scheiben zwar, aber sie bleiben stehen.
Also kann man viel mitmachen, finde ich. Okay, jetzt noch mal eine Kleinigkeit beim Rendern. Ich gehe mal in den Compositor. Diese Szene haben wir jetzt hier. Gehe hier auf den Render Result Button und auf Use Nodes. Dann haben wir hier unseren Render Layer, also die Render Layer, die beiden, die gerendert werden sollen. Wir haben ja beide angewählt. Das ist unser Bild, aber noch nicht fertig, wie man sieht. Also wir müssen es einmal durchrendern. Dann haben wir hier unten das Render Result. So, das verkleinere ich mal ein bisschen so. Hier mal ein bisschen größer machen. Um jetzt so ein bisschen Glare-Effekt, also überall, wo die Glasplatten sich bewegen, wo ein bisschen Weißpunkte dran sind, soll so ein kleiner Lichtfunkel entstehen, so ein Glitzer-Effekt. Gehen wir hier einfach mit Add Color Alpha Over. Alles, was jetzt über dem Alpha-Kanal liegt, wird jetzt im Moment ganz normal angezeigt. Dann gehen wir mit Add Filter einen Glare-Effekt hinzu. Auf Streaks steht es schon. 6 Strahlen soll er haben. Alles andere kann eigentlich so bleiben erstmal. Aber wir sehen hier noch nichts. Deswegen gehen wir mal hier ein weiter und rendern den nochmal. Jetzt auch ein bisschen kleiner stellen können, die Samples, damit es hier im Video nicht so lange dauert. Ja, wir haben hier keinen Glare-Effekt, weil wir auch kein weißes Licht haben, ne? Deswegen gehe ich nochmal hier Default-Taste 1. Oder 3, sagen wir mal. Gebe hier oben mit Add Mesh Plane Taste 7. Da ist unsere Glasscheibe. Dann soll das dann mal mit SY ein bisschen breiter ziehen. Und Taste 1 mit R zur Glasscheibe hindrehen. Und dafür geben wir Emission mit einer Stärke von 12 ruhig. So, jetzt haben wir hier ein Lichtfeld draufstrahlen. Alles, was sich hier bewegt und die Lichtpunkte wieder anders darstellt, kriegt diesen Glare-Effekt automatisch eigentlich. So sollte es eigentlich sein. Ich gehe mal wieder in den Compositor. Render das jetzt nochmal, weil das wusste er ja noch nicht, dass das Plane da ist. Jetzt sieht man hier so kleine Blitzer, ne? So kleine Lichtblitzer. Und die sind jedes Mal anders, je nachdem, wie das Glas sich gerade gedreht hat, wie es hier runterfällt, ne? Wenn wir jetzt Frame weitergehen, oder 2 Frames, sagen wir mal, oder ich gehe auch mal auf Frame 100. Das wäre jetzt dieser, wo viele in der Luft hängen. Render den durch. Weil wir jetzt dieses Lichtplane hier oben drauf haben. Überall, wo das Hellste wird, nur dargestellt als Streaks hier, ne? Als Glare-Effekt. Ne? Und das sieht sehr gut aus. Man kann hier hinter, wie gesagt, nochmal ein Fast Gaussian hintersetzen, dass diese ein bisschen abgeschwächt werden. Oder hier mit Fade, ich sag mal 0,8. Dann werden sie etwas früher ausgefadet. Ne? Das ist ein sehr schöner Effekt, finde ich. Okay, ich hoffe, es war von Interesse und besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.